Es war einmal vor langer Zeit, in einer weit, weit entfernten Galaxis. Brechende Nacht, vom anhaltenden Laserfeuer hoch über der belagerten Welt pausenlos durchbrochen wird. Tief unter diesem lodernden Himmel, auf einer Manax-Plantage, die sich um die unteren Schutzmauern von Vizekönig Gunrays majestätischer Festung zieht, metzeln Kompanien von Klonsoldaten und Kampfdroiden einander mit kaltblütiger Präzision nieder. Nachrücken! Nachrücken! Ja! Vorsicht! Vorsicht! Danke, General. Keine Ursache. General Kenobi, da kommen noch mehr Kampfdroiden von der rechten Seite. Haltet hier die Stellung. Ich werde mich zum vereinbarten Treffpunkt mit Commander Cody durchschlagen. Viel Glück, General. Komm schon, Anakin. Wo steckst du? Runter, Meister. Geht es euch gut, Meister? Du hättest mir fast den Kopf abgeschlagen, Anakin. Es tut mir leid, aber euer Kopf war dort, wo mein Laserschwert hin musste. Dann sollte ich wohl dankbar dafür sein, dass dein Laserschwert nur dahin musste und nicht wollte. Wollte? Wenn ich mich recht entsinne, stehen wir auf derselben Seite, Meister. Dennoch, wenn ich nur ein wenig langsamer gewesen wäre... Eure Ängste sind nur in eurem Kopf. Ah, dann hätte ich ohne Kopf wohl keine Angst mehr. Nach dir. Hier lang, Meister. Da vorne ist schon das Ufer. Ich kann mir vorstellen, dass Cody bereits... Stehen bleiben! Hände hoch! Ihr seid des Todes. So langsam werden die lästig. Meister, ich höre etwas. Das ist das Kanonenboot. Komm! Commander Cody, hierher! Schwärmt aus. Sichert das Ufer. Zu Befehl. Sirs, ich habe Meldung von Kommandant O'Donnell. Zeigt sie uns. Die lokale Überwachung zeigt, dass Vizekönig Gunray auf dem Weg zur Nordseite der Festung ist. Unsere Streitkräfte haben den Schild von oben und vom Ufer her beschossen. Aber der Schildgenerator ist schwer gepanzert. Wenn ihr Gunray immer noch lebendig erwischen wollt, müsst ihr diese Verteidigungsanlagen umgehen und einen alternativen Weg in den Palast finden. Im Augenblick können wir euch nicht unterstützen. Ich wiederhole, wir können euch nicht unterstützen. Viel Zeit bleibt uns nicht. Gunray wird sich nicht länger als nötig in der Festung aufhalten. Du hast recht, Anakin. Irgendwelche Vorschläge, Commander? Wenn Gunrays Zitadelle ähnlich aufgebaut ist wie die, die wir auf Deco und Coronae Modia gefunden haben, befinden sich in den unterirdischen Geschossen Pilzfarmen, Verarbeitungs- und Ladebereiche. Sehen wir uns das auf dem Hologramm an? Natürlich, Sir. Hier, von den Ladebereichen aus gelangt man in die Larvenbrutstätten auf der mittleren Ebene und von dort aus könnten wir die oberen Ebenen erreichen. Ja, wenn wir erst mal drinnen sind. Die Frage ist, wie wir in die Pilzfarmen reinkommen. Seht ihr die Erntekäfer auf den Feldern? Die Käfer sind etwa so groß wie Banthas. Ihr Panzer ist ein idealer Schutz vor den Aufklärungsflügen. Wir müssen nur unter ihnen herlaufen. Wenn sie uns lassen. Die Käfer sind friedlich, solange sie sich nicht direkt bedroht fühlen. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Wovon redet ihr, Meister? Die Hälfte der Felder steht bereits in Flammen. Und das Dauerfeuer auf die Schilde macht die Tiere noch zusätzlich nervös. Dafür kennen die Käfer den sichersten Weg durch die Minenfelder. Ja, solange sie geordnet laufen. Ich verstehe, was ihr meint, Meister. Die Herde wird immer unruhiger. Vorsicht! Einer der Käfer bricht aus! Meister! Ein Soldat läuft mit dem Käfer mit! Cody, sagen Sie, Ihrem Mann, er soll gefälligst Schutz unter einem anderen Käfer suchen! Verdammt! Minen! Die Mine hat das halbe Vorderbein des Käfers weggerissen. Passt auf! Die Herde bricht aus! Haltet euch an die Käfer, die weiter zum Nest laufen! Meister, die Käfer haben den Soldaten in die Zange genommen. Sie zertrampeln ihn. Ich werde ihm helfen. Anakin, warte! Er hat den Mann befreit. Aber jetzt geraten die Tiere endgültig in Panik. Vorsicht, Commander! Cody, zur Seite! Ja. Danke, General. Wir müssen hier weg oder wir werden zermalmt. Ja. Sie haben uns entdeckt. Auch das noch. Es sind über 100, Sir. Wir müssen zu diesem Bewässerungsgraben. Beeilt euch. Meister, ich komme. Hier lang, Anakin. Schnell. Ihr habt den Soldaten. Anakin, spring. Gruppe 7, ausschwärmen. Schießt auf die Stabs. Zu Befehl. Hier ist Ihr Soldat, Commander. Danke, General Skywalker. Nehmt ihn den Helm ab. Vorsicht. Oh. Er hat seine Rüstung bereits veranlasst, ihm Schmerzmittel zu injizieren. Hier kann ich nicht viel für ihn tun. Ich werde einen FX-7 anfordern. Das brauchen Sie nicht.
General Skywalker, was tut ihr da? Er wendet eine Heiltechnik der Jedi an. Ihr Soldat wird nicht in einen Schock fallen, bis die mobile Lazaretteinheit hier ist. General, dort oben, am Hang. Was ist das? Eine Lawine? Gib mir das Sichtgerät, Cody. Oh nein. Was seht ihr, Meister? Droidekas. Eine ganze Menge. Und sie kommen genau in unsere Richtung. Commander, fordert Deckung für einen Artillerieangriff an. Beeilung! Zu Befehl. Gruppe 7 an Basis. Wir werden gleich im Sektor Janth Bacta Ion von Zerstörerdroiden aus der Festung überrollt. Ich fordere sofortige Artillerieunterstützung auf den Sendekoordinaten an. Empfehle taktischen elektromagnetischen Impuls. Setzt die Helme ab und deaktiviert die elektronischen Systeme eurer Rüstung. Oder der Impuls wird euch ebenfalls lahmlegen. Ist schon geschehen. Und jetzt alle in Deckung. Die Schockwelle wird jeden Moment über uns hinwegrasen. Runter, Anakin. Ja, Meister. Die meisten Droiden hat's erwischt. Das ist die Gelegenheit, Meister. Ja, Anakin. Macht euch bereit. Wir stürmen den Nesteingang. General, der Bereich ist gesichert. Die Nachhut wird zwar immer noch sporadisch von Stabs beschossen, aber da draußen türmen sich die Leichen von Käfern. Die Droidenpiloten kommen nicht dicht genug an den Eingang heran. Sehr gut, Sergeant. Ich empfehle, die Atemgeräte bereitzuhalten. Wahrscheinlich müssen wir nicht viel tiefer ins Nest eindringen, aber es ist auch in anderen Bereichen mit erhöhter Sporenkonzentration zu rechnen. Giftsporen? Nicht direkt, Sir. Die Sporen haben nur eine unangenehme Nebenwirkung auf Menschen. Auf welche Art unangenehm? Die Wirkung wird überwiegend als Verdrängung von Realität beschrieben. Dann schlage ich vor, wir tun, was der Sergeant sagt. Ruinen! Sie kommen aus der Seitenhöhle! Es sind so viele! Ich übernehme das! Was übernehmt ihr? Die Schalltafel da vorne kontrolliert den Zugang zur Höhle! Der Hauptschalter liegt hinter einem Pelzvorsprung. Da kommt ihr nicht dran! Dann muss ich einen der Laserstrahlen wohl sehr präzise zurückschlagen. Um die Ecke? Pass auf! Gut gemacht, Meister. Was war denn das? Ich meine, der Strahl ist als Querschläger mehrfach umhergeirrt, bevor er die Konsole getroffen hat. Nicht umhergeirrt. Das war Absicht. Die Schönheit von Form 3. Solltest du auch mal versuchen. Ihr wart schon immer besser als ich, wenn es ums Ausweichen ging. Ich ziehe eine direktere Taktik vor. Ein Meister der Untertreibung. General Kenobi, die Aufklärung berichtet, dass Vizekönig Gunray und sein Gefolge auf dem Weg zu den Startbuchten sind. Sie werden von Superkampfdroiden beschützt und nähern sich jetzt diesem Bereich. Einer von uns muss die Droiden ablenken. Ich schlage vor, ihr lockt die Leibwächter weg und ich schnappe mir Gunray. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. Bis jetzt haben wir auf diese Weise noch nie versagt, oder? Ihr vier kommt mit mir. Ja, Sir. Cody? Der Rest von Gruppe 7 geht mit uns. Zu Befehl. Anakin? Ja, Meister? Ich weiß, dass wir mit Gunray abrechnen wollen, aber mach keine persönliche Angelegenheit daraus. Vergiss nicht, wir wollen ihn lebendig. Ja, Meister. Gut. Kommt zum Turbolift. Es ist aber persönlich. Wie lauten eure Befehle, General? Hier lang. Wir müssen aus dieser Höhle raus und dann auf die mittlere Ebene. Kommt. Oh nein. Was ist, Sir? Ich habe Obi-Wans Atemgerät gefunden. Offensichtlich hat er es vorhin im Kampf verloren. Soll ich Kontakt mit Commander Cody aufnehmen? Das wird nicht nötig sein. Er befindet sich wahrscheinlich schon in den unteren Ebenen der Festung. Da wird er das Gerät kaum brauchen. Wie weit ist es noch? Wir sind fast da, General. Gut. Wie wollt ihr vorgehen? Ihr seid der Meister der Kriegskunst. Ich folge eurer Führung. Nun, Sir, unsere Aufgabe ist einfach. So viele Feinde zu töten wie möglich. Und dabei viel Aufmerksamkeit zu erregen. Mach die Granaten scharf. Sobald die Tür aufgeht, werfen wir sie in den Flur. Zu Befehl! Alles bereit? Achtung jetzt! Uh-oh. Vorwärts! Erledigt sie! Sieht so aus, als hätten sie den Köder geschluckt, General. Ein erfolgreiches Manöver. Jetzt müssen wir es nur noch überleben. Commander, Superkampfdroid! Zurück! Hinter den Pfeiler! Was jetzt? Wir müssen durch die Tür da vorne. Da gibt es weitere Turbolifte. Ich gehe zuerst. Wir geben euch Deckung. Stehen bleiben! Hände hoch! Nicht gewusst!
Cody, kommt! Vorsicht, General! Die Frachtcontainer dürfen nicht getroffen werden. Wieso? Was ist in den Containern? Sporen! Oh, ich sehe es! Nehmt euer Atemgerät! Ja, ich... Verdammt! General! Was gibt's? Ich empfange gerade die Information, dass Gunray ganz in der Nähe ist. Wo? Ein paar Flure weiter. Sie prüfen den günstigsten Fluchtkurs, indem sie den Verteidigungsschild senken und Köder starten. Was für Köder? Diverse Shuttles. Einige von ihnen haben die Blockade durchbrochen und die Kernschiffe in der Umlaufbahn erreicht. Dann müssen wir schnell handeln. Komm! Ja! Ah! Keine Bewegung! Ja, ist es ständig! Das war knapp! Hände hoch! Ah! Achtung! Leise jetzt! Hört ihr das? Das sind Superkampfdroiden. Sergeant, nehmt eure Holocam und schaut vorsichtig um die Ecke. Jawohl. Es ist Gunray, General. Seht ihr? Er. Er, sein Gefolge, die ganze Bande. Sie werden von mehreren Kampfdroiden eskortiert. Obst! Willkommen, meine Herren. Schaltet ihn aus! Ich weiß nicht wo. Sicher, dann haltet ihm den Mund zu. Haben uns entdeckt. Na, großer. Sechs Infanteriedroiden nähern sich. Wir werden ins Kreuzfeuer geraten. Nein, so kommt ihr mir nicht davon. Folgt mir. Schieß! Schieß! Ja! 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 Wo ist der? Er ist bestimmt zur Startbucht am Ende des Flures geflüchtet. Dann kommt! Beeilt euch! Hier ist die Startbucht. Sprengt die Tür! Schnell! Nun macht schon! Alles bereit! Deckung! Jetzt ist der dran! Das darf doch nicht! Der Shuttle ist weg! Er ist gestartet! Bringt mir den Protokolldroiden! Hier, Sir! Aber das ist wirklich nicht meine Schuld! Was für ein Schiffstyp war das? Der Shuttle! Gunray Shuttle! Was für ein Modell! Ich glaube, Chesapeake-Klasse, Sir. Richtig. Ein Hot-Shot-Transport-Shuttle der Chesapeake-Klasse. General, eine Meldung von Commander Dodonas Flaggschiff. Mehr als 60 Shuttles und Landefahrzeuge sind von der Festung gestartet. 13 wurden zerstört, 18 erobert. Einer unbekannten Menge ist es gelungen, an den Schiffen der Handelsföderation anzulegen. Weitere Shuttles befinden sich noch in der Atmosphäre. Ja. Ja. Ja! War etwas mit dem Leitungsbündel nicht in Ordnung, Sir? Sag dem Commander, dass ich mein Schiff und meinen Astromech-Droiden hier haben will. Sofort! Der Commander hat es bereits veranlasst. Ihr werdet euren Jäger... Moment, Sir. Dringende Nachricht von Commander Cody. Er und General Kenobi sind auf Ebene 1 in die Enge getrieben worden. Von Droiden? Offensichtlich sind es ziemlich viele. General, das Kampfgruppenkommando meldet, dass euer Jäger auf dem Weg ist. Was sagt ihr, wo Obi-Wan und Cody stecken? Ebene 1. Also gut, gehen wir und retten sie. Keine Bewegung! Meister! Anakin! Wie schön, dich zu sehen! Meister! Geht es wieder, Meister? Ja, danke, Anakin. Was für eine Lichtschwertform habt ihr da eigentlich benutzt, Meister? Form? Nun ja, wohl mehr ein Mangel an Form. Ich wünschte, Mace, Kit oder Shakti hätten euch sehen können. Wie viele haben wir denn erwischt, Cody? Circa 50 Kampfdroiden. Allerdings habt ihr mit Abstand die meiste Arbeit erledigt, General. Was ist mit Gunray? Er ist mit seinem gesamten Gefolge entkommen. Du hättest sie verfolgen können. Und euch hier zurücklassen? Selbstverständlich, wenn ich gewusst hätte, dass ihr ein Meister einer neuen Kampfform geworden seid. Man wird sie in der Umlaufbahn erwischen. Vielleicht. Und wenn nicht, wird es andere Gelegenheiten geben, Anakin. Dafür werden wir sorgen. Das weiß ich, Meister. General Kenobi, General Skywalker. Die Nemodianer haben auf der Flucht etwas zurückgelassen, das von höchstem Interesse für euch sein dürfte. Unfassbar! Um ein Haar wären wir denen in die Hände gefallen. Aber nur um ein Haar. Es war zu knapp.
Und jetzt will ich einen Lagebericht. Die Koordinaten für den Sprung zur Lichtgeschwindigkeit werden bereits berechnet. Es dauert nur noch einen Augenblick, bis wir das System verlassen. Hoffen wir das. Der Beschuss nimmt zu. Sagt nicht, ich hätte euch nicht gewarnt, Vizekönig. Ihr hattet mich gewarnt. Aber dieses ständige Davonrennen in letzter Sekunde zerrt langsam an meine Nerven. Bis jetzt sind wir ihnen immer entwischt. Entwischt? Falls ihr es noch nicht bemerkt habt, Taako. Man hat uns gerade aus dem Kern vertrieben. Das ist eine Tragödie für die Handelsföderation. Eine Tragödie für unsere gesamte Spezies. Wir sind mit dem Leben davongekommen. Darüber können wir froh sein. Ich kann keine Freude empfinden, wenn ich mir das Wenige ansehe, das wir retten konnten. Gewänder, Schmuck. Was ist? Was habt ihr? Wo ist er? Wo ist er? Wer? Der Stuhl! Der Mecknu-Stuhl! Ich sehe ihn nicht! Aber wir können ihn doch nicht übersehen haben. Ich bin sicher, ich habe ihn zur Stadtrampe bringen lassen. Ich weiß, dass er dort war. Ihr habt doch sicher den Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Bitte sagt mir, dass ihr das getan habt. Ich dachte, ihr hättet das erledigt. Ich? Ich kenne nicht einmal den Code. Was, wenn Sie daran herumspielen? Es wird nichts passieren. Was könnten Sie ohne die Code schon herausfinden? Ihr habt recht. Ihr habt selbstverständlich recht. Aber was, wenn er erfährt, dass wir ihn zurückgelassen haben? Sidious? Nicht Sidious. Meint ihr Count Dooku? Seid ihr denn vollkommen verblödet? Ich meine Grievous. Was, wenn Grievous es herausfindet? Es ist noch nicht zu spät. Wir können von hier aus mit dem Stuhl kommunizieren. Können wir den Selbstzerstörungsmechanismus aktivieren? Nicht direkt, aber wir können den Stuhl vielleicht veranlassen, das selbst zu tun. Kommt mit zur Kommunikationskonsole. Wir sind bereit für den Sprung in die Lichtgeschwindigkeit. Nein, das werdet ihr nicht tun. Unser Schiff kann keinen weiteren Beschuss verkraften. Beschuss ist unsere geringste Sorge. Beeilt euch, wir haben nicht viel Zeit. Vergesst nicht, ihr dürft mit niemandem über diese Sache sprechen. Niemals. Wirklich interessant. Ich glaube, ich habe dieses Ding schon einmal gesehen. Wo? Auf Naboo. Kurz nachdem Vizekönig Gunray und sein Gefolge in Gewahrsam genommen worden waren. Das ist 13 Jahre her. Ja, aber siehst du das Muster auf der Holoprojektorplatte hier? Es ist einzigartig. Seit damals habe ich so etwas nicht wieder gesehen. Interessant. Was? Die beiden Schlitze am Ende der Platte. Es sind Öffnungen für die Datenzellen. Richtig, Meister. Wenn dieser Stuhl wirklich im Besitz von Gunray war, enthalten die Zellen vielleicht wichtige Informationen. Dann lass den Stuhl in Ruhe, bis ihn sich jemand vom Geheimdienst ansieht. Das könnte eine Ewigkeit dauern. Hast du es denn eilig, Anakin? Nun, es ist durchaus möglich, dass die Zellen darauf programmiert sind, sich selbst zu löschen. Gibt es irgendwelche Hinweise dafür? Nein, aber... Dann sollten wir lieber auf die fachliche Analyse warten. R2 kann die Analyse durchführen. Anakin? R2, komm mal her. Wirklich, meine Herren, ich muss protestieren. Diese Gegenstände sind noch immer im Besitz von Vizekönig Gunray und den Angehörigen seines Hofstaats. Wie wäre es, wenn du dich da raushältst? Oh, ich weiß, dass meine Stromkreise korrodiert sind. Ihr Astrodroiden bildet euch viel zu viel ein, nur weil ihr Sternenjäger fliegen könnt. Achte einfach nicht auf ihn, TC. Er wurde von einem anderen Protokolldroiden verwöhnt. Ja, R2. Hier. Du kannst dich über das Interface an den Stuhl anschließen. Anakin, jetzt schau doch mal raus. Das da oben ist sehr wahrscheinlich das Schiff, auf das wir warten. Und die Offiziere an Bord werden nicht erfreut sein, wenn du deine Nase in ihre Angelegenheiten steckst. Meine Herren? Nicht jetzt, TC. Dieses Risiko bin ich bereit einzugehen. Wenn sie es erlauben, kannst du von mir aus den ganzen Stuhl auseinandernehmen, wenn es das ist, was du willst. Das ist nicht, was ich will, Meister. Vielleicht hätte Qui-Gon dich in Watos Trödel laden lassen sollen. Das meint ihr nicht ernst, Meister? Natürlich nicht. Aber ich weiß, wie gern du mit solchen Dingen spielst. Meine Herren! Still, TC. Und du auch, R2. Wo ist R2? Das wollte ich euch doch gerade sagen, meine Herren. Der Stuhl ist davongelaufen. Und er hat euren eingebildeten kleinen Droiden mitgenommen. Zu Fuß kann er nicht besonders weit gekommen sein, Meister. Komm! Der Flur ist leer. Da lang! R2!
Keine Angst, wir sind schon da. Der Stuhl hat sich mit dem Schaltpult verbunden. Warum macht er das? Vielleicht lädt er sich auf. TC, kannst du übersetzen, was R2 sagt? Er sagt, der Mechno-Stuhl habe gerade seinen Selbstzerstörungsmechanismus aktiviert. Oh nein. R2, unterbricht die Verbindung. Anakin, weg von dem Ding. Das kann ich nicht, Meister. Wir wissen jetzt, dass in diesem Stuhl etwas gespeichert ist, das wir nicht entdecken sollen. Wie lange noch, R2? Sekunden, Sir. Wir haben keine Zeit mehr, Anakin. Das Ding explodiert vielleicht, wenn du daran rumspielst. Ich habe es fast geschafft, Meister. Anakin, runter! Ja. Oh, seht! Da kommt Dampf aus dem Stuhl. Giftgas. Ich wette, das ist das gleiche, das Gunray auf Naboo gegen Qui-Gon und mich einsetzen wollte. Ich muss dieses Verbindungskabel rausziehen. Anakin? Bist du in Ordnung? Ja, Meister. Kein Problem. Was ist denn das? Eine holographische Aufzeichnung. Ich wusste es. Wer ist das? Keine Ahnung. Sein Gesicht wird von der Kapuze verhüllt. Ja, selbstverständlich. Das ist Gunrays Stimme. Verlasst euch darauf, dass ich mich persönlich darum kümmern werde, Lord Sidious. Sidious? Ich werde sofort Kontakt zu Yoda aufnehmen. Bail. Mon Mothma. Ich wusste, dass auf euch Verlass ist. Bei den ausufernden Kontrollen an der Landeplattform hatte ich schon befürchtet, es nicht rechtzeitig zu schaffen. Ja, auf Coruscant hat sich einiges verändert. Senatorin Amidala, ich dachte, ihr seid auf Naboo. Ja, es war eine wunderbare Woche. Aber nun hat der Termin mit dem Kanzler Priorität. Dieser Tage ist es nicht leicht, einen Termin bei Kanzler Palpatine zu bekommen. Nicht einmal für die Mitglieder des Loyalistenkomitees. Das kann man wohl sagen, Senator Saar. Senatorin Equay, Senatorin Tanil. Seid gegrüßt. Habt ihr schon die neuesten Berichte gehört? Ja, wenn es stimmt, was die Medien berichten, hat es in diesem Krieg eine Wendung zu unserem Vorteil gegeben. Hoffen wir, dass das ausreicht, um den Kanzler dazu zu bewegen, etwas von seiner Macht abzugeben, die wir ihm gewährt haben. Habt ihr Zweifel? Schließlich war es der Senat, der einst seine Amtszeit auf unbestimmte Zeit verlängert hat. Unter der Voraussetzung, dass er freiwillig zurücktritt, wenn die Krise beigelegt ist. Nur, dass sich die Krise inzwischen zu einem Krieg entwickelt hat. Der Kanzler wird sich unsere Sorgen zu Herzen nehmen. Was auch immer das nützen mag. Ihr unterschätzt Palpatines Scharfsinn. Außerdem mag er es, wenn man offen zu ihm ist. Wir sind ausgesprochen ehrlich gewesen, Senatorin. Bisher mit mäßigem Erfolg. Aber wenn er uns allen gegenübersteht, wird er sicher... Selbst mit einem Zehntel des Senats hinter uns wären wir noch zu wenig. Aber es ist wichtig, dass wir unsere Absichten weiterverfolgen. Kommt. Schließlich wollen wir den Kanzler nicht warten lassen. So hatte ich mir den Termin allerdings nicht vorgestellt. Wie lange sitzen wir nun schon hier? Über eine Stunde. Eine Unverschämtheit. Endlich. Senatoren, was für eine Überraschung. Überraschung? Dieser Termin wurde vor mehr als 3 Wochen bestätigt. Tatsächlich? Man hat mich nicht informiert. Selbstverständlich wurdet ihr informiert. Schließlich war es euer Büro, das den Termin bestätigt hat. Einige von uns haben viel aufs Spiel gesetzt und große Entfernungen zurückgelegt, um hierher zu gelangen. Solche Zeiten verlangen eben Opfer, Senatorin. Oder seid ihr vielleicht der Ansicht, dass ihr mehr riskiert habt als der Kanzler selbst? Niemand will hier andeuten, dass der Kanzler in seiner Bemühung um die Republik etwas anderes als unermüdlich gewesen ist. Aber es bleibt eine Tatsache, dass er zugestimmt hat, uns zu empfangen. Und wir werden nicht gehen, bevor er sein Versprechen erfüllt hat. Wir verlangen nicht viel von seiner Zeit. Das mag sein, Senatorin. Aber ihr müsst einfach verstehen, dass er wirklich viel zu tun hat. Es kommt jeden Tag zu neuen Entwicklungen. Ich höre, dass ihr euch mit dem Jedi-Rat angefreundet habt, Senator Organa. Warum geht ihr nicht eine Weile in den Tempel, während ich versuche, einen neuen Termin zu vereinbaren? Wir werden nicht gehen, ehe er uns empfängt, Sate. Das ist natürlich euer gutes Recht, Senator. Nicht aus den Augen Anakin den Stuhl lässt, hm? Er wollte den Transport des Stuhls zum Shuttle persönlich überwachen. Die Kryptografen sind sicher, dass der Stuhl bei einer vollständigen Untersuchung auf Coruscant noch größere Geheimnisse preisgeben wird als das Hologramm von Sidious. Beunruhigend diese Entdeckung ist.
nicht für möglich gehalten, ich habe. Das Dooku hat gesagt die Wahrheit über die Existenz von Darth Sidious. Meister Yoda, ist es möglich, dass Dooku ebenfalls nicht gelogen hat, als er sagte, Sidious beherrsche den Senat? Ausführlich angesehen wir uns den Senat haben und viel gewagt, um insgeheim jene zu untersuchen, denen wir dienen. Beweise gab es keine. Ich habe Gerüchte darüber gehört, dass Dooku schon lange von der dunklen Seite fasziniert war. Gab es nicht einen Vorfall im Tempel um ein gestohlenes Sith-Holocron? Wahr dieses Gerücht ist. Aber verstehen du musst, Obi-Wan. Ein Jedi Dooku war viele, viele Jahre lang. Schwer die Entscheidung ist, den Orden zu verlassen. Beeinflusst er wurde von vielen Dingen. Dem Tod deines früheren Meisters zum Beispiel. Auch wenn gerecht Qui-Gon wurde. Kompliziert das alles ist. Nur wenig wir wissen. Und viel vermuten wir müssen. Da sitzen eine Weile wir werden. Aufklären ich dich kann. Was für ein Meister war Dooku? Ein strenger Meister für Qui-Gon und andere. Mächtig er war, fähig, hochmütig. Und noch wichtiger, überzeugt er war, dass sich ausbreitet die dunkle Seite. Zeichen genug es gab, lange bevor zum Tempel du kamst, lange bevor Qui-Gon kam. Ungerechtigkeit, Vetternwirtschaft, Korruption. Hat der Rat gespürt, dass die Sith zurückgekehrt waren? Niemals verschwunden sie waren, aber stärker sie plötzlich wurden, näher an der Oberfläche. Gesprochen viel über die Prophezeiung Dooku hat. Die Prophezeiung vom Auserwählten? Die größere Prophezeiung, dass dunkle Zeiten bevorstehen. Geboren in ihrer Mitte der Auserwählte wird, um ins Gleichgewicht die Macht zu bringen. Anakin. Schwierig zu sagen, das ist. Vielleicht ja, vielleicht nein. Wichtiger jedoch der Schleier der dunklen Seite ist. Oft gesprochen, Dooku hat mit mir und mit anderen Ratsmitgliedern. Vor allem mit Meister Sifo Dyas. Sifo Dyas? Enge Freunde sie waren. Aber besorgt Meister Sifo Dyas um Dooku war. Besorgt wegen seiner Enttäuschung über die Republik, über die Selbstversunkenheit der Jedi. Erkannt, er hat bei Dooku die Auswirkungen von Qui-Gons Tod. Die Auswirkungen des Wiederauftauchens der Sith. Gewusst von Dookus baldigem Verschwinden Meister Sifo Dyas hat. Vielleicht gespürt die Entstehung der Separatistenbewegung er hat. Meister, hat Sifo Dyas die Klonarmee in Auftrag gegeben? Gesprochen mit den Kaminoanern er hat. Ohne euer Wissen? Ja, aber vorliegt ein Bericht über seinen ersten Kontakt. Ich hätte Lamassu intensiver verhören sollen. Oh, verhört die Kaminoaner wurden. Neues eröffneten sie. Tatsächlich? Wann sind sie verhört worden? Zurückhaltend sie waren, als zuerst nach Kamino ich kam. Aber später, nachdem angegriffen Kamino wurde, mehr erfahren ich habe über Bezahlungen. Von Sifo Dyas? Von Tyranus. Dann konntet ihr herausfinden, woher das Geld für die Klonarmee kam? Über Tyranus hinaus? Von Bogdan 4 aus in ein Labyrinth der Täuschungen die Zahlungen führten. Könnte Tyranus ein Deckname von Sifo Dyas gewesen sein? Könnte er den Namen angenommen haben, um abstreiten zu können, dass er etwas mit den Jedi zu tun hatte, falls die Klonarmee entdeckt wurde? Gewünscht ich mir das hätte. Aber ermordet Sifo Dyas wurde, bevor Jango Fett auf Kamino erschien. Wenn Gunray nicht so versessen darauf gewesen wäre, Padme Amidala umbringen zu lassen. Wenn es mir nicht gelungen wäre, diesen Silberpfeil zurückzuverfolgen, der den Changeling damals getötet hat. Nichts erfahren wir hätten von der Klonarmee. Aber die Kaminoaner hätten sich doch sicher mit uns in Verbindung gesetzt. Irgendwann bestimmt. Aber größer die Separatistenarmee bis dahin geworden wäre. Unbesiegbar vielleicht. Es war nicht nur Glück. Nein. Erfahren wir sollten von der Klonarmee. Uns bestimmt war, diesen Krieg zu führen. Und zwar genau zu diesem Zeitpunkt. Geheimnisvoll dieser Konflikt ist. Wie er begann, wie er sich entwickelt.
diesen Krieg zu ihrem Vorteil zu nutzen, Dooku und Sidious versuchen. Wir werden Dooku bald erwischen. Über Dooku hinausgewachsen dieser Krieg ist. Nun beide vor Gericht gebracht werden müssen. Und alle, die gezogen auf die dunkle Seite Sidious hat. Enthüllen, du musst Sidious Spuren. Eine Chance, diesen Krieg zu beenden, dir und Anakin wurde gegeben. Vielleicht hätte Qui-Gon dich in Bothos Trödel laden lassen sollen. Das meint ihr nicht ernst, Meister? Natürlich nicht. Pass doch auf! Hey! Seid gefälligst vorsichtig damit! Immer locker bleiben, Junge. Wir kennen uns aus. Los, weiter. Wie habt ihr mich genannt? Hey, was ist mit dem Stuhl? Er bewegt sich nicht mehr. Ach, natürlich nicht. Das ist ein Jedi-Trick. Also gut, lasst ihn los. Erst wenn ich überzeugt davon bin, dass ihr tatsächlich wisst, was ihr tut. Okay, Junge. Wie war das? Hey, Mann, halt's ihn nicht. Weißt du nicht, wer das ist? Sagte Jedi, ich wollte euch nicht beleidigen. Ihr könnt den Stuhl selbst verpacken, wenn ihr wollt. Er ist sehr wichtig. Das ist alles. Ich will nicht, dass etwas schief geht. Seid ab jetzt vorsichtiger. Natürlich. General Skywalker? Was gibt es? Eine Hyperwellennachricht aus dem Büro des Kanzlers. Wo? Im Kommzentrum des Shuttles, Sir. Kanzler Palpatine. Anakin, ich gratuliere dir zu deinem Sieg auf Cato Neimodia. Danke, Sir. Aber leider muss ich berichten, dass Vizekönig Newt Gunray entkommen konnte. Ja, das hat man mir bereits gesagt. Aber ich gebe dir mein Wort, dass er sich nicht ewig vor uns verstecken kann. Keiner von ihnen kann das. Und eines Tages wirst du deine Chance zu einem vollständigen Sieg erhalten. Danke, Kanzler. Was ist denn, mein Junge? Ich spüre doch, dass dich etwas beunruhigt. Wenn es mit Gunray zusammenhängt. Nein, es hat nichts mit Gunray zu tun. Nur ein kleiner Vorfall hier, der mich wütend gemacht hat. Was für ein Vorfall? Nichts Wichtiges. Ich fühle mich nur immer schuldig, wenn ich zornig werde. Oh, das ist ein Fehler. Zorn ist etwas Natürliches, Anakin. Ich dachte, wir hätten das schon besprochen, nach dem, was auf Tatooine geschehen ist. Obi-Wan zeigt keinen Zorn, außer natürlich mir gegenüber. Und selbst dann ist er bestenfalls gereizt. Anakin, du bist ein leidenschaftlicher junger Mann. Das unterscheidet dich von deinen Jedi-Kameraden. Anders als Obi-Wan und die übrigen wurdest du nicht im Tempel aufgezogen, wo jungen Leuten beigebracht wird, ihren Zorn zu besiegen. Du hattest eine natürliche Kindheit. Du kannst träumen. Du hast Fantasien und Zukunftsideen. Du solltest nicht gegen diese Reaktionen ankämpfen. Lerne aus ihnen. Aber kämpfe nicht dagegen an. Ja, Kanzler. Gut, mein Junge. Ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte. Wie geht es denn auf Coruscant? Ich vermisse den Planeten. Coruscant ist wie immer ein strahlendes Beispiel dafür, wie das Leben sein könnte. Ich nehme an, ihr trefft häufig mit dem Loyalistenkomitee zusammen. So ist es. Eine überaus geschätzte Gruppe von Senatoren, die die hohen Maßstäbe der Republik ebenso zu schätzen weiß wie du und ich. Nehmen wir zum Beispiel Senatorin Amidala. So leidenschaftlich und voller Mitgefühl. Die gleichen Eigenschaften, die sie zu einer so wunderbaren Königin von Naboo gemacht haben. Ich freue mich sehr, dass ihr beide so gute Freunde geworden seid. Würdet ihr ja einen Gruß von mir ausrichten? Aber selbstverständlich. Anakin, ich werde irgendwie dafür sorgen, dass du bald vom äußeren Rand zurückkehren kannst. Aber wir können nicht ruhen, bis jene, die für diesen Krieg verantwortlich sind, für ihre Verbrechen zur Verantwortung gezogen wurden. Verstehst du das? Ich werde meinen Teil dazu beitragen, Sir. Ja, mein Junge. Das weiß ich. Das ist wirklich unerhört. Nicht aufregen. Wir sollten uns nichts anmerken lassen. Ihr seid immer noch hier, Senatoren? Ja, wir sind geduldig. Das ist gut zu wissen, denn der Kanzler hat immer noch viel zu tun. Ach, hat er das? Was ist denn da draußen los?
Nichts, Kanzler. Ich, Senator Organa, Senatorin Amidala und all ihr anderen. Was für eine Freude, euch hier zu treffen. Wir hatten einen Termin. Tatsächlich. Warum habe ich nichts davon erfahren? Euer Stundenplan ist so voll. Ich wollte euch nicht noch mehr belasten. Mein Tag ist nie so voll, dass ich keine Zeit hätte, mich mit den Angehörigen des Loyalistenkomitees zusammenzusetzen. Geht jetzt, Seth, und erlaubt nicht, dass man uns stört. Ich rufe nach euch, wenn ich euch brauche. Bitte, nehmt Platz. Danke. Also, was bringt euch an einem solch schönen Nachmittag hierher? Wir werden direkt zum Thema kommen, Kanzler. Nun, da die Konföderation aus dem Kern und dem inneren Rand vertrieben wurde, möchten wir über die Einstellung einiger Maßnahmen sprechen, die im Interesse der öffentlichen Sicherheit ergriffen wurden. Vor allem jene Maßnahmen, die den uneingeschränkten Einsatz von Beobachtungsdroiden, Durchsuchungen und Verhaftungen ohne die entsprechenden offiziellen Verfügungen erlauben. Ich verstehe. Leider ist es eine Tatsache, dass wir den Krieg noch lange nicht gewonnen haben. Und ich bin wirklich nicht der Ansicht, dass Verräter und Terroristen plötzlich keine Gefahr mehr für die öffentliche Sicherheit darstellen. Man hat mich erst heute früh informiert, dass die Separatisten immer noch viele Schlüsselwelten im äußeren Rand besetzt halten und dass unsere Belagerungen sich dort noch unendlich lange hinziehen könnten. Unendlich? Warum denken wir nicht daran, ihnen ein paar Welten zu überlassen? Der Handel im Kern und im inneren Rand ist beinahe wieder auf dem Vorkriegsstand. Einige dieser Planeten im äußeren Rand waren Republikwelten, die gewaltsam eingenommen wurden. Und ich fürchte, dass wir ein gefährliches Beispiel geben, wenn wir der Konföderation erlauben, sie zu behalten. Aber können wir denn im äußeren Rand überhaupt noch siegen? Die Hälfte der Klonarmee ist kampfunfähig, die Jedi weit verteilt. Würde es nicht so aussehen, als ob die Jedi den Krieg bewusst in die Länge ziehen? Ja, wir müssen berücksichtigen, wie andere diesen Krieg sehen. Mit Dooku steht ein ehemaliger Jedi an der Spitze der Separatistenbewegung. Viele entfernte Welten halten das für einen Versuch der Jedi, die Galaxis zu beherrschen. Dann hört man auf den gleichen Welten davon, dass es die Jedi waren, die Geonosis angriffen und alles nur, weil zwei Angehörige des Ordens wegen Spionage zum Tode verurteilt waren. Wir wissen es selbstverständlich besser. Aber was soll man gegen eine solche Fehlinterpretation tun? Um nochmal auf die Sicherheitsmaßnahmen zurückzukommen. Senator Organa, macht euren Vorschlag zur Außerkraftsetzung der Maßnahmen im Senat. Ich werde akzeptieren, wie immer die Abstimmung ausgeht. Werdet ihr während der Debatten unparteiisch bleiben? Darauf gebe ich euch mein Wort. Dann haben wir einen Anfang gemacht, genau wie ich das erwartet habe. Senatorin Amidala, ist das nicht der Droide, den Jedi Skywalker gebaut hat? Ja, das ist er. C-3PO. Oh, ich bin ausgesprochen geehrt, dass ihr euch an mich erinnert, Euer Majestät. Ja, diese Anrede ist vielleicht einem König oder Imperator angemessen. Ich habe tatsächlich gerade mit ihm gesprochen, Hoheit. Mit Anakin? Senatorin Amidala, es sieht beinahe so aus, als würdet ihr erröten. Anakin. Weiß Meister Yoda, wie es weitergehen soll? Ja, wir sollen nach Darth Sidious suchen, sobald der Stuhl die nötigen Hinweise preisgibt. Müssten wir nicht dem Kanzler von unserem Fund berichten? Ja, Anakin. Und das werden wir auch tun. Wenn der Rat es für angemessen hält, meint ihr? Nein, nachdem die Angelegenheit diskutiert wurde. Aber nehmen wir einmal an, dass ein oder zwei Ratsmitglieder mit der Mehrheit nicht übereinstimmen. Entscheidungen sind nicht immer einstimmig. Wenn wir wirklich gespalten sind, folgen wir Yodas Rat. Dann kann die Macht manchmal von einem Einzelnen intensiver gespürt werden als von 11 anderen? Selbst Yoda ist nicht unfehlbar, wenn du das meinst. Die Jedi sollten es aber sein. Wir könnten es sein. Ich höre. Indem wir mit der Macht weitergehen, als wir es uns bisher gestatteten. Indem wir auf ihrem Kamm reiten. Meister Sora Balk und viele andere würden dir zustimmen. Aber nur wenige Jedi haben Lust auf einen solchen Ritt. Wir sind nicht alle so gelassen wie Yoda oder Meister Windu. Aber vielleicht ist es falsch, uns der Macht auf Kosten jener Art von Leben hinzugeben, wie es die meisten Wesen führen. Auf Kosten eines Lebens, in dem es auch Begierde, Liebe
und viele andere Emotionen gibt, die uns verboten sind. Hingabe an eine Sache ist schön und gut, Meister. Aber wir sollten nicht ignorieren, was sich vor unseren Augen abspielt. Ihr sagtet selbst, dass wir nicht unfehlbar sind. Dooku hat das verstanden. Er hat den Ding direkt in die Augen gesehen und beschlossen, etwas zu unternehmen. Dooku ist ein Sith, Anakin. Er hat vielleicht gute Gründe gehabt, den Orden zu verlassen. Aber jetzt ist er nichts weiter als ein Meister der Täuschung. Er und Sidious nutzen die Willensschwachen aus. Sie reden sich selbst ein, dass sie unfehlbar sind. Aber ich habe Gelegenheiten erlebt, bei denen Jedi einander belogen haben. Und wir lügen jetzt, indem wir unsere Informationen über Sidious nicht mit dem Kanzler teilen. Was würden Sidious oder Dooku über unsere Lügen zu sagen haben? Vergleiche uns nicht mit ihnen. Die Jedi sind keine Sekte, Anakin. Wir werden von Mitgefühl und von dem Glauben geleitet, dass die Macht größer ist als die Summe jener, die sich ihr öffnen. Ich habe nur gefragt, Meister. Ja, Anakin. Da kommt Meister Yoda mit Captain Dine vom Geheimdienst. Das ganze Gewicht der Galaxis, Obi-Wan, auf seinen Schultern trägt, hm? Erleichtern dich unsere Neuigkeiten vielleicht werden. Captain, erzählt, was herausgefunden ihr habt. Wir wissen zwar immer noch nicht, ob der Mechno-Stuhl bewusst als eine Art Falle zurückgelassen wurde, aber das Abbild von Sidious ist echt. Die Nachricht wurde offenbar vor 2 Tagen übermittelt. Konntet ihr herausfinden, woher die Nachricht stammt? Noch nicht, Sir. Sie war unter anderem mit einem Code verschlüsselt, den der intergalaktische Bankenclan entwickelt hat. Wir arbeiten schon seit einiger Zeit daran, diesen Code zu knacken. Sollte uns das gelingen, können wir den Hyperwellensender des Stuhls vielleicht benutzen, um die Kommunikation des Feinds zu belauschen. Schon besser es dir nun geht, hm? Der Stuhl trägt den Stempel mehrerer Hersteller, die mit Dooku zu tun haben. Ist der Stuhl derselbe, den ich auf Naboo gesehen habe? Davon gehen wir aus, aber man hat ihn seitdem mehrfach modifiziert. Der Selbstzerstörungsmechanismus zum Beispiel ist relativ neu. Ebenso das Selbstverteidigungsgas. Wenn Gunray den Stuhl schon vor 13 Jahren hatte, hat er ihn vielleicht auch während der Naboo-Krise benutzt, um sich mit Sidious in Verbindung zu setzen. Wenn wir erfahren könnten, wer den Stuhl hergestellt hat. Die Experten weit voraus, Obi-Wan, sind. Wir wissen, wer für die Neimodianischen Gravuren auf dem Stuhl verantwortlich ist. Ein Cheecher, dessen Namen ich nicht einmal versuchen werde auszusprechen. Woher wisst ihr das alles? Der Cheecher hat seine Arbeit signiert. Panther 1, 2 Staffeln falscher Jäger eröffnen das Feuer. Wir kommen nicht an das Shuttle des Vizekönigs heran. Ausweichmanöver, die sind uns zahlenmäßig überlegen. Die nehme ich ins Kreuzfeuer. Kann sie nicht mehr. Lenkt die falsche Jäger ab. Panther 3 und 4, wir kümmern uns um das Shuttle. Verstanden, Panther 1. Angriffsgeschwindigkeit. Sie haben uns getroffen. Beruhigt euch, Herr Akku. Nicht wir riskieren Kopf und Kragen, sondern die Klonpiloten. Die sind uns 2-1 unterlegen. Aber was soll dann diese Inszenierung? Hast du es immer noch nicht begriffen? Wir haben Grievous' Direktive missachtet. Wegen unseres Umweges kommen wir zu spät zum Treffen. Ich will, dass es so aussieht, als hätte man uns zum äußeren Rand gejagt. Vizekönig, die Flotte hat uns auf dem Schirm. Siehst du? Grievous wird glauben, dass wir uns in einer Notlage befinden und die Klonpiloten auslöschen. Ich hoffe, euer Plan geht auf. Natürlich. Grievous sieht uns doch. Ich denke, er sieht uns. Er wird schon reagieren. Bestimmt wird er reagieren. Was war das denn? Der Beschuss kam sicher von der Flotte, um uns zu helfen. Sir, eine Staffel wurde vernichtet. Seht ihr? Die Jäger der Republik haben keine Chance. Nein, Sir. Eine Staffel unserer Jäger wurde vernichtet. Was? Wieso? Und was soll das? Ha! Ich weiß nicht, ob Grievous wirklich den Ernst unserer Lage erkannt hat. Wie ist die Lage, Captain? Unser Beschuss hat den Überantrieb der Sternenjäger der Republik zerstört und die Eskorte des Shuttles auf die 11. reduziert. Sehr gut. Achte darauf, dass kein Sternenjäger den Sektor verlässt. Sie dürfen den Standort der Flotte nicht verraten. General, das Shuttle von Vizekönig Gunray wird schwer getroffen. Die Strahlenschilde stehen kurz vor dem Zusammenbruch. Gut. Gunray zittert bestimmt schon vor Angst. Er soll wissen, was es heißt, mich mit einem solch lächerlichen Schauspiel in die Irre führen zu wollen. Wir sind verloren! Ruf das Kernschiff! Wir brauchen Verstärkung! Schnell!
General, eine der Landevorrichtungen des Shuttles wurde getroffen. Es wird Zeit, ihn aus der Falle herauszulassen. Startet die drei Jäger, zerstört die Sternenjäger der Republik und eskortiert das Shuttle zur Landebucht. Sorge dafür, dass die Nemodianer sofort in den Besprechungsraum gebracht werden. Sag den anderen, dass ich bereits auf dem Weg bin. Jawohl, Sir. Hier lang. Danke. Habt ihr gehört, was der Shuttle-Pilot vor Ihnen gesagt hat? Natürlich habe ich das. Unsere Jäger wurden von den Geschützen des Kreuzers zerstört. Ich weiß. Reeves hat uns mit dieser Aktion für unser spätes Eintreffen bestraft. Ihr müsst euch bei Dooku über diesen Frevel beschweren. Und was, wenn er sich auf Reeves Seite schlägt? Aber das... Ruhig jetzt. Wir sind da. Willkommen an Bord, Vizekönig. Endlich ist der Separatistenrat vollständig. Seid gegrüßt, General. Und ebenso die anderen Angehörigen des Rates. Einen Augenblick lang fürchteten wir schon, ihr würdet es nicht schaffen. Ich bin überzeugt, dass diese Aussicht euch zutiefst bedrückt hat, General. Ihr müsst wissen, wie wichtig ihr für unsere Sache seid. Ich weiß es, General. Ich gebe allerdings zu, dass ich mich frage, ob ihr das ebenfalls wisst. Ich bin euer Hüter, Vizekönig, euer Beschützer. Das gilt für alle von euch. Ich stehe für jeden gleichermaßen ein. Deshalb habe ich euch hergerufen, um für eure Sicherheit zu sorgen. Die Republik glaubt, dass sie euch in die Flucht geschlagen hat, aber tatsächlich haben Lord Sidious und Lord Tyrannus alles eingefädelt. Alles verläuft dem Plan entsprechend. Nachdem eure Heimatplaneten allerdings an die Republik gefallen sind, befiehlt man euch, in der näheren Zukunft als Gruppe zusammenzubleiben. Man hat mich angewiesen, für euch hier im äußeren Rand eine sichere Zuflucht zu suchen. Welcher Planet würde uns denn jetzt noch akzeptieren? Wenn sich keiner anbietet, Präsident Hill, werde ich einen erobern. Und nun solltet ihr vorübergehend auf eure Schiffe zurückkehren. Wenn ein Planet ausgewählt wurde, werde ich mich auf die übliche Weise mit euch in Verbindung setzen und euch neue Koordinaten durchgeben. Auf die übliche Weise? Psst. Grievous wird die Nachricht zu dem Mecklenstuhl schicken, den wir... Ich weiß, was das bedeutet. Und jetzt lasst uns in unser Quartier gehen, und zwar schnell. Das ist es, Anakin. Charos 4. Wir erhalten Landekoordinaten. Da hat der Geheimdienst zur Abwechslung mal gute Vorarbeit geleistet. Glaubt ihr, die Chicha werden mit uns reden? Sie haben Grund genug, kooperativ zu sein. Nach der Schlacht um Naboo hat sich die Republik geweigert, weiterhin mit ihnen Geschäfte zu machen, weil sie den Nemordianern verbotene Waffen verkauft haben. Sie waren seitdem eifrig bemüht, diesen Fehler wieder gut zu machen. Ich hoffe, sie werden es uns nicht übel nehmen, dass ich so viele von ihren Jägern zerstört habe. Ja, hoffen wir, dass sich dein Ruhm nicht bis zum äußeren Rand ausgebreitet hat. Aber unser Erfolg hängt eher davon ab, ob TC-16 Chicha so fließend sprechen kann, wie er behauptet. Meister Kenobi, ich versichere euch, dass ich die Sprache beinahe so gut beherrsche wie die Chicha selbst. Wie genau wollt ihr vorgehen, Meister? Ich denke, zunächst müssen wir beim Prälaten vorsprechen. Dieser wird uns dann hoffentlich zu dem Chicha bringen lassen, den wir suchen. Ihr meint Ralax, Lalak, Ahak? Ja, genau den. Was ist, wenn sie uns angreifen? Das werden sie nicht. Die Chicha sind eine friedliche Spezies. Wie konnte ich so dumm sein und mein Laserschwert abgeben? Anakin! Kein Gemetzel! Von wem redet ihr da? Ich hab ihn! Ich hab ihn! Festhalten! Das ist leichter gesagt als getan! Ah! Gekämpft mit den Chicha, ihr habt? Nun ja, es war eher ein Gerangel. Wie ist es dazu gekommen? Erst sah alles ganz gut aus. Der Prälat führte uns zu dem Chicha, der den Stuhl signiert hatte. Aber der Chicha war ziemlich ungehalten darüber, dass wir ihn über seine Arbeit ausfragten. Schließlich versuchte er sogar zu flüchten. Wie habt ihr reagiert? Wir hielten ihn fest. Dann gerieten die Dinge etwas außer Kontrolle. Etwas?
Vor 10 Jahren wäre das ein ausgewachsener diplomatischer Zwischenfall gewesen. Der Prälat hatte die Situation wieder beruhigt und wir konnten die Befragung fortführen. Was habt ihr in Erfahrung bringen können? Der Chicha behauptet, dass sowohl der Sender als auch der Holoprojektor bereits an den Mekno-Stuhl montiert gewesen seien. Er sagt, er hätte kaum mehr getan, als die Beine des Stuhls zu gravieren und ein paar Bewegungssysteme zu verbessern. Wusste dieser Chicha, woher der Sender kam? Ja, aus einer Einrichtung, die als S-Card bekannt ist. Er glaubt, dass der Hersteller immer noch dort ist. S-Card? Eine Asteroidenminenanlage. Sie gehört der Handelsgilde an. Obi-Wan, mit Anakin bereit du dich hältst. Schon bald wir uns wieder melden werden bei dir. Verstanden, Meister Yoda. Seit wann sind die Chi-Cha so nachsichtig? Seit sie mit uns wieder ins Geschäft kommen wollen. Dann wird der Prälat sich also nicht beim Senat über den Vorfall beschweren? Ganz bestimmt nicht. Etwas wirklich Schlimmes ist ohnehin nicht passiert. Nicht erreichen die Ohren des Kanzlers dies wird. Aber überrascht ich war von Obi-Wans Bericht. Verloren hat er sein Urteilsvermögen, fürchte ich. Wir beide wissen warum. Er hat sich vollkommen auf Anakins Seite geschlagen. Wenn der auserwählte Skywalker ist, dann hinnehmen wir sollten hunderte solcher diplomatischer Vorfälle. Aber nicht, um über solche Dinge mit uns zu sprechen, Captain Dain gekommen ist. Das stimmt, Meister Yoda. Es ist uns gelungen, den Code zu entziffern, den Dooku und, wie wir annehmen müssen, auch Sidious benutzt hat, um mit dem Separatistenrat zu kommunizieren. Eure Leute arbeiten seit Jahren daran, diesen Code zu knacken. Der Hyperwellensender des Stuhls hat uns die ersten wirklich guten Hinweise gegeben. Durch den Code waren wir imstande, eine Botschaft abzufangen, die durch den Mekno-Stuhl an Vizekönig Gunray gesendet wurde. Zeigt sie uns. Sofort. General Grievous, das ist... Ihr werdet erfreut sein zu hören, dass ich einen Planeten für uns gefunden habe, Vizekönig. Belderone wird fürs Erste unser Zuhause. Vizekönig? Vizekönig? Übertragung beendet. Ein ausgesprochen gutes Bild mit hoher Auflösung. Technologie von einer besseren Qualität, als wir gewöhnlich zu sehen bekommen. Selbst von der Konföderation. Sich um sein Image Sidious sorgt. Woher kam die Nachricht? Aus dem äußeren Rand. 6 Klonpiloten haben ein nemoidianisches Schiff verfolgt, das nach der Schlacht von Cato Nemoidia in diesen Sektor gesprungen ist. Keiner ist zurückgekehrt. Ein Treffpunkt der konföderierten Flotte es ist. Und Belderone ist der Nächste. Habt ihr noch mehr über die Quelle der ursprünglichen Sidious-Botschaft herausgefunden? Daran arbeiten wir noch. Die Bevölkerung von Belderone ist nicht besonders zahlreich. Aber die Leute sind der Republik freundlich gesonnen. Grievous wird Millionen umbringen, nur um seine Stärke zu demonstrieren. Das dürfen wir nicht zulassen. Falls Republikstreitkräfte dort warten, wenn Grievous angreift, werden die Separatisten sofort wissen, dass es uns gelungen ist, ihre Kommunikation zu belauschen. Handeln wir müssen. Warten vor Belderone, die Republikstreitkräfte werden. Ihr habt selbstverständlich recht. Wenn wir nichts unternehmen und das bekannt werden sollte, informieren wir den Kanzler? Die Information wird nicht weitergegeben. Zustimmen ich muss. Benutzen den Notsender wir werden, um unsere Leute zusammenzuholen. Sorgfältig vorbereiten. Ende des ersten Teils.